Ich bin jetzt seit etwa 10 Jahren an der Börse tätig. Nachdem ich in den ersten Jahren viel in Eigenregie ausprobiert hatte und damit in der Regel wenig erfolgreich war, habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, neben dem Lesen von möglichst vielen Büchern, jedes Jahr 1 bis 2 Börsenausbildungen im In- und im Ausland zu besuchen, um möglichst viel von anderen Tradern zu lernen. Auch wenn ich schon lange profitabel handle, mache ich das heute übrigens immer noch so. Dabei geht es mir gar nicht unbedingt darum, Ihre Strategien 1:1 zu übernehmen, sondern vielmehr darum zu lernen, wie andere Trader die Märkte sehen und interpretieren. Jede noch so kleine neue Information kann dabei auf lange Sicht einen großen Unterschied machen. Wie du dir sicher vorstellen kannst, habe ich in den letzten Jahren sehr viele gute, aber auch sehr viele weniger gute Coaches kennengelernt. Beides hat seine Vorteile. Denn gerade durch die eher enttäuschenderen Ausbildungen konnte ich viele Dinge zusammentragen, die ich später in meiner eigenen Schule mal anders oder besser machen möchte. In diesem Video möchte ich dir erklären, was aus meiner Sicht eine gute Börsenschule ausmacht und worauf du bei der Wahl deiner Lehrer achten solltest. Als Trading Coach, egal ob man sich aufs Investieren oder Spekulieren konzentriert, hat man eine verantwortungsvolle Aufgabe. Schließlich geht es um das hart verdiente Geld deiner Kunden. Da der eine oder andere Coach diese Aufgabe vielleicht nicht so ernst nimmt, wie er es eigentlich sollte, musst du dir als Interessent im Vorfeld gut überlegen, zu wem du gehen möchtest. Keine Angst, das Video soll jetzt keine Eigenwerbung werden, sondern wirklich eine relativ neutrale Betrachtung der Dinge, die ich für wichtig halte. Ich habe deshalb einmal 11 Punkte zusammengetragen, die du aus meiner Sicht beachten solltest. Der erste ist die Sichtbarkeit des Coaches. Ganz klar, du möchtest nicht die Katze im Sack kaufen. Daher würde ich erst einmal schauen, wie präsent die Person im Internet ist. Gibt es YouTube-Videos, in denen man den Coach kennenlernen kann und durch die man eventuell bereits kostenlos interessante Informationen zur Verfügung gestellt bekommt? Wie sieht es mit Social-Media-Plattformen aus? Finde ich die Ausbildung auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter oder sonstigen Plattformen? Je mehr du von vornherein erfahren kannst, desto besser ist das natürlich. Punkt 2 ist aus meiner Erfahrung einer der wichtigsten. Wie tritt die Person auf? Hier ist ein bisschen deine Menschenkenntnis gefragt. Wie spricht der Coach? Kann er sich gut und klar ausdrücken? Und hast du das Gefühl, er kann die Dinge sachlich und gut verständlich erklären? Du wirst später eine Menge Zeit mit der Ausbildung verbringen. Egal, ob du Videokurse schaust oder im Privatcoaching bist. Wenn dein Lehrer also permanent den Faden verliert, von Thema zu Thema springt und du nicht das Gefühl hast, dass er wirklich auf den Punkt kommt, dann ist es gerade bei einem komplexen Gebiet wie der Börse natürlich nicht so einfach, wirklich etwas zu lernen. Du solltest auch sehr darauf achten, ob der Coach hauptsächlich über das Trading oder lieber über sich selbst, seine Erfolge und seinen unglaublich tollen Lifestyle spricht. Sollte das der Fall sein, wäre ich sehr vorsichtig. Das bringt uns zum nächsten wichtigen Punkt. Und das ist die Sympathie. Du musst dich natürlich nicht mit deinem Coach anfreunden, aber wie gesagt, wenn du dich erstmal für ihn entschieden hast, wirst du eine Menge Zeit mit ihm verbringen. Das ist nicht so einfach, wenn du feststellst, dass du den Lehrer instinktiv eigentlich nicht leiden kannst. Zusätzlich erschwert das natürlich auch noch den Lernprozess. Hier solltest du dich also nochmal fragen, kann ich der Person gut zuhören und würde ich im realen Leben gut mit ihr klarkommen? Punkt Nummer 4 ist die Erfahrung des Coaches. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Sowohl Trading als auch Investieren sind Disziplinen, für die man nicht zwangsweise studiert haben muss, geschweige denn irgendeinen bestimmten Beruf gelernt haben muss. Ich kenne sogar einige sehr gute Börsencoaches, die nach der Schule komplett in Eigenregie mit dem Handel begonnen haben und sich über die Jahre ein erstaunliches Wissen und praktische Erfahrung angeeignet haben. Ich würde an deiner Stelle weniger Wert darauf legen, ob die Person Wirtschaft studiert hat, eine Investmentbanking-Lehre vorweisen kann oder bei einem Hedgefonds gearbeitet hat. All diese Dinge sagen erfahrungsgemäß wirklich nichts darüber aus, ob es sich um einen guten Trader oder Investor handelt. Eine viel größere Rolle spielen hier praktische Erfahrung und das ist unser Punkt Nummer 5,
fachliche Kompetenz. Diesen Faktor kannst du natürlich nur einschätzen, wenn der Coach, wie in Punkt 1 beschrieben, eine gewisse Reichweite hat und im Internet präsent ist. Schau dir unbedingt Videos und Vorträge von ihm an. So bekommst du am besten ein Gefühl dafür, ob die Person weiß, wovon sie spricht und ob du ihr ein breites Wissen zutraust. Vielleicht hat der Börsencoach ja auch bereits ein Fachbuch veröffentlicht, welches du lesen kannst. So bekommt man natürlich ein besonders gutes Bild von ihm und seiner Kompetenz. Ich persönlich achte auch immer darauf, wie sehr der Coach in seinem Kompetenztunnel gefangen ist. Was meine ich damit? Ich habe im letzten Jahr den Kurs eines sehr jungen und erfolgreichen Traders hier in Deutschland besucht. Er ist nachweislich hochprofitabel und versteht sein Handwerk wirklich gut. Im Gespräch hat sich dann aber herausgestellt, dass sich sein Können und Wissen wirklich nur auf die von ihm gehandelte Strategie beschränkt. Das funktioniert natürlich für ihn und er verdient gutes Geld so. Man entwickelt so aber auch eine gewisse Engstirnigkeit und Ignoranz. Vielleicht ist es nur mein persönlicher Anspruch, aber wenn ich eine Ausbildung im Bereich der Wirtschaft mache und dafür viel Geld ausgebe, dann möchte ich auch, dass sich mein Lehrer zumindest auch für Wirtschaft interessiert und hier eine gewisse Kompetenz mitbringt. Man kann und muss nicht alles wissen. Wenn man sich aber vollständig weigert, einmal über den Tellerrand zu schauen, wirkt das auf mich laienhaft und auch ein bisschen unprofessionell. Über den nächsten Punkt kann man wieder streiten. Es geht um das Alter des Coaches und auch hier habe ich meine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe schon einige sehr junge Trader kennengelernt, teilweise noch im Teenageralter, die profitabel handeln und wirklich gut verstehen, was sie da tun. Das Problem ist aber folgendes. Nur weil du ein guter Trader bist und womöglich viel Geld verdienst, heißt das noch lange nicht, dass du auch ein guter Lehrer bist. Hierzu gehört aus meiner Sicht eine gute Portion Lebenserfahrung und idealerweise auch Erfahrung im Bereich der Pädagogik. Versteh mich bitte nicht falsch, nur weil ein Coach noch jung ist, wäre das für mich nicht pauschal ein Ausschlusskriterium, seinen Kurs zu buchen. Ich würde aber trotzdem im Vorfeld immer etwas genauer recherchieren. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass es diesen Ausbildungen oft an Struktur mangelt. Es teilweise Probleme mit der Zuverlässigkeit gab und der Coach Probleme hat, sich klar auszudrücken und Dinge wirklich auf den Punkt zu erklären. Wie gesagt, kein Ausschlusskriterium, aber ich würde dir empfehlen, hier etwas mehr nachzuhaken. Kommen wir zu Punkt 7 und das ist die Erreichbarkeit. Ganz klar, wenn ich eine so wichtige Leistung wie einen Börsenkurs buche, dann möchte ich im Vorfeld in irgendeiner Form Kontakt zu der Schule oder dem Coach aufnehmen können. Egal, ob das per E-Mail oder per Telefon stattfindet, es ist aber absolut essentiell, dass ich Fragen stellen kann und mir zügig und kompetent geantwortet wird. Grundsätzlich nehme ich im Vorfeld immer Kontakt auf, bevor ich irgendwo einen Kurs buche. Punkt 8 ist sicherlich für die meisten Menschen einer der wichtigsten, nämlich die Transparenz. Das gilt natürlich insbesondere für den Bereich des spekulativen Tradings. Beim Investieren geht es ja meist um allgemeingültige Strategien und Herangehensweisen, die sich erwiesenermaßen irgendwo bewährt haben. Trading ist aber sehr individuell. Es gibt abertausende verschiedener Strategien und Handelsansätze, die im Internet umhergeistern. Die wenigsten von ihnen funktionieren. Daher ist es wichtig, dass die Schule oder der Coach in irgendeiner Form versucht, seine Ergebnisse offenzulegen und somit für den Kunden nachvollziehbar ist, dass er auch wirklich profitabel handeln kann. Wir veröffentlichen zum Beispiel täglich die Ergebnisse unserer Konten, die wir parallel zu den Kursen handeln. Unsere Kunden haben dabei direkte Einsicht in die genauen Trades, die wir im Rahmen der Ausbildung durchführen. Andere Coaches versuchen über die Teilnahme an der Trading-WM ihr Können unter Beweis zu stellen. Egal welche Herangehensweise der Coach hier wählt, wichtig ist, dass du siehst, dass man um Transparenz bemüht ist, denn darum geht es ja schlussendlich. Daran knüpft unser Punkt Nummer 9 an und das ist die Transparenz des Produktes selbst. Bevor du einen Online-Kurs oder eine Live-Ausbildung kaufst, vergewissere dich, dass gut erklärt ist, was du hier überhaupt erhältst und lernst. Ich habe im Internet auch von vermeintlich großen und bekannten Börsenhändlern Kurse mit den kreativen Namen wie zum Beispiel The Great Change gefunden. Was diese große Veränderung sein soll und ich in dem Kurs eigentlich lerne, ist aber wirklich nirgendwo zu finden.
Aus meiner Sicht gehört eine ausführliche Produktseite mit einer detaillierten Beschreibung der Kursinhalte und idealerweise noch ein Produktvideo heutzutage einfach zum Mindeststandard. Du solltest nicht die Katze im Sack kaufen müssen, sondern wissen, was dich in dem Kurs erwartet, was du genau lernst und vor allem, welche Grundvoraussetzungen wie zum Beispiel Kapital, Zeit und Vorwissen du mitbringen solltest. Unser vorletzter Punkt ist die langfristige Begleitung. Ich kann es nicht oft genug betonen. Trading lernt man nicht von heute auf morgen. Es gibt weder den Heiligen Gral noch den goldenen Schlüssel, der dir das Tor zum Erfolg aufsperrt. Egal welches System oder welchen Ansatz du lernst, du wirst eine Zeit lang üben und Erfahrung sammeln müssen, bis du es wirklich profitabel und ohne eigene Fehler umgesetzt bekommst. Deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, dass du auch im Nachhinein Fragen stellen kannst und in irgendeiner Form weiter von deinem Lehrer begleitet wirst. Was auch immer sehr nützlich ist, sind Community-Plattformen, die von der Schule zur Verfügung gestellt werden, sodass sich Kursabsolventen im Nachhinein über Trades und Erfahrungen austauschen können. Kommen wir zu Punkt Nummer 11, unserem letzten Punkt. Und der liegt mir persönlich ganz besonders am Herzen. Es geht um eine Sache, die meiner persönlichen Erfahrung nach die meisten Trading-Coaches grundverkehrt machen. Die Offenheit über eigene Fehler und die Fehlbarkeit des Systems. Kommen wir erstmal zu zweiterem. Kein Handelssystem dieser Welt, und ich meine wirklich keines, erzeugt auf Dauer nur Gewinner. Falls ihr eine Idee habt, ich lasse mich hier gern eines Besseren belehren. Ich finde es aber traurig, wie sehr dieser Punkt immer wieder weggeschwiegen oder gar nicht angesprochen wird. Natürlich kann ich es verstehen, dass niemand in seinem Werbespot sagen kann, für mein System brauchst du wirklich starke Nerven. Aber ausschließlich die positiven Aspekte zu erwähnen, ist aus meiner Sicht nicht fair. Trading ist wie ein Musikinstrument. Es ist erst dann wirklich einfach, wenn man es kann. Und selbst wenn man Trading beherrscht, muss man sich immer wieder mit Drawdown-Phasen abfinden, die nun einmal zum Alltag eines Traders dazugehören. Das Konto wird nicht von Tag zu Tag immer nur wachsen. So funktioniert dieses Business einfach nicht. Es geht immer zwei Schritte vor und einen zurück. Und ich denke, darüber kann und sollte man auch ganz offen sprechen können. Die andere Sache ist die eigene Fehlbarkeit. Ich persönlich kenne keinen Trader, egal wie professionell er ist und wie viel Erfahrung er hat, der keine Fehler macht und nicht hin und wieder auch mal einen völlig dummen Trade eingeht. Ich war 2018 bei einem Coach, der uns immer wieder Trades empfohlen hat, die eigentlich nur so halb seinem Regelwerk entsprochen haben und die reihenweise schiefgegangen sind. Statt einfach mal zu sagen, Leute, das war dumm von mir, passt auf, dass euch so etwas in Zukunft nicht wieder passiert, wurden die Fehltrades im Nachhinein einfach weggeschwiegen und nicht wieder angesprochen. Wir sind alles Menschen und wir machen Fehler. Und wovon kann ein Schüler bitte besser lernen, als von den Fehltritten seines Lehrers? Also, an alle Coaches da draußen, steht zu euren Fehlern und sprecht offen darüber. Es profitieren alle davon. Das waren alle 11 Punkte, die aus meiner Sicht eine gute Börsenschule und einen guten Börsencoach ausmachen. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen und hilft euch bei der Wahl eurer Ausbildung weiter. Falls ja, lasst uns gerne ein Like da, damit helft ihr uns wirklich weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns sehr gern an. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Website www.sparing-academy.de. Dort gibt es natürlich auch jede Menge Informationen zu unserer Börsenschule. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, macht's gut!